Hey Leute, was geht ab? Heute sind wir bei Marc Monettis Kochshow. War also wichtig, 23.22 Uhr. Einmal Ofen auf Umluft, 50 Grad Temperatur. Und dann, was haben wir denn da? Heute gibt es einmal ganz speziell Mikrokeramik-Backofen-Frische. So, und wenn ihr euch fragt, was soll der ganze Zirkus und warum mache ich das Ganze? Ich habe nämlich morgen meinen Ölwechsel und das Ganze bin ich dabei vorzubereiten. Hier ist einmal meine Wunderöl-Einkaufstüte. Ich habe hier einmal Differentialöl, das ist das Robesund RS75W140, auch ein LS-Öl. Ja, ich weiß, ich habe kein Sperrdifferenzial so als solches, aber trotzdem ist es einfach das nicere Öl. Das empfehlen auch einige. Ich habe da einen Link, den werde ich mal unten verlinken. Und warum ich jetzt das Wagner Mikrokeramik in den Ofen gepackt habe, ist ganz einfach, denn die Viskosität von der Wagner Mikrokeramik bei Kellertemperatur ist relativ zähflüssig und Sinn ist es ja auch immer, das Ganze durchzushaken. Und man kriegt natürlich die Mikrokeramikpartikel besser durchgeschüttelt, wenn das Ganze warm ist, denn da ist die Viskosität eher flüssig. Ich werde das Ganze dann so machen. Ich habe hier mir einen 5 Liter Leerkanister besorgt, der war noch nie befüllt. Und in diesen Kanister werde ich dann einmal die kompletten 2 Liter, ich habe nämlich 2 Stück davon, 2 Liter von dem Differentialöl einfüllen und dann dementsprechend meinen Cocktail zusammenmischen. Etwas Oilstop werde ich hineingeben, die Dosierung hiervon sind 3-5%, also auf 2 Liter 5% wären 100 Milliliter. Ich pendel mich irgendwo dazwischen ein. Und das Ganze natürlich werde ich auch mit dem Mikrokeramik machen, das heißt, ich werde ungefähr 200 Milliliter Mikrokeramik hier mit dazu tun. Dass wenn wir morgen den Ölwechsel machen mit dem Differential, beim E90 ist es nämlich so, dass der keine Ablassschraube hat. Das heißt, man muss das Öl einmal absaugen und dann wieder einfüllen. Und dann werden wir hier raus aus dem dicken Kanister einen Cocktail rausziehen und sie dann mit der Pumpe einfüllen. So sparen wir uns natürlich dann für morgen das Ganze nacheinander einfüllen und so weiter, sondern es ist halt fertig gemischt. Kann man reinpacken, Schraube zudrehen und dann ist das Thema auch erledigt. Ja, was habe ich hier sonst noch stehen? Ansonsten habe ich hier noch Öl, das ist das Robesund RS 5W40, ein Polyalpho-Olefinöl. Jetzt habe ich es auch drauf. Also ein sehr, sehr hochwertiges Öl auch, hat mir ganz gut gefallen. Und da habe ich mir schon 1 Liter gemopst und zwar in meinen Reserve 1 Liter Kanister abgefüllt. So habe ich einmal einen kompletten nagelneuen 5 Liter Kanister und einmal einen Kanister mit 4 Liter drin. Das Ganze wird natürlich so gemacht, dass ich ja eine Ölfüllmenge von 6,5 Liter habe. 10% anteilig wird das Wagner Mikrokeramik eingefüllt. Das bedeutet, wenn du 6,5 Liter hast und 10% davon sind 650 Milliliter, wenn man die jetzt im Prinzip anteilig abzieht, kann man sagen, ich fülle 5,9 Liter ein und mache 600 Milliliter dann vom Wagner Mikrokeramik drauf. So sollte das ungefähr in einem Mengenverhältnis passen. Dem Ganzen werde ich aber trotzdem auch noch einen kleinen Anteil von dem Oilstop hinzufügen. Einfach, es hat sich bewährt, muss ich sagen. Jetzt nochmal ein kleines Feedback dazu. Ich bin jetzt so, dass ich den Ölstand ein bisschen runtergefahren habe. Ich habe jetzt 1/4 Anzeige drin, also normalerweise ich bei einem Halb immer nachgefüllt, jetzt habe ich 1/4 drin und ich bin jetzt 3000 Kilometer gefahren und die letzten 400, 500 Kilometern waren wirklich Vollgas. Und das Ganze auch, habe ich dann natürlich die Zeiten genutzt, dass die Autobahnen frei sind und habe dann mal auch ordentlich Kette gegeben. Also ich habe zweimal auf 200 Kilometer einen halben Tank verfahren. In dem Zusammenhang ist es natürlich klar, dass da auch ein bisschen Ölverbrauch steigt. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass der Ölverbrauch nach meiner Messung mit dem Spritmonitor sich reduziert hat. Also ich bin jetzt bei ungefähr, also 3/4 Liter auf 3000 Kilometer ist der aktuelle Stand. Was besser ist als vorher. Also ursprünglich war das mal weniger. Ja, das wird natürlich auch vorbereitet. Das mache ich aber dann direkt in dem Kanister hier, der schon offen ist. Da packe ich das einfach mit rein. Und dann würde ich einfach sagen, hauen wir den kompletten Kanister rein und den Rest, dann die 100 Milliliter, nehmen wir dann aus dem kleinen Kanister, den ich habe. Dann habe ich so auch meine knapp 6 Liter. Und ja, natürlich sonst auch, was ist ganz wichtig, Ölfilter mit am Start. Und auch, habe ich das jetzt mit dabei? Ja. Und natürlich morgen
kommt noch der Motorcleaner ins warme Öl. Ich werde nochmal ein Video zu jedem einzelnen Produkt machen, weil ich öfter gefragt wurde, ist, wie ist jetzt die Master-Kombo, wie macht man das am besten? Also, Motorcleaner vor dem Ölwechsel ins alte, heiße Öl, dann 20 Minuten fahren oder laufen lassen. Maximal eine Stunde, sagt Wagner, sonst geht es zu krass auf die Dichtungen. Also das ist hier auch ein Profi-Produkt, ich mache es nur 20 Minuten. Und dann ablassen, dann kommt natürlich das neue Motoröl rein und dann zum neuen Motoröl kommt dann der Cocktail Oil Stub und aus dem Backofen dann das Wagner Mikrokeramik. Warum ich das Wagner Mikrokeramik jetzt in den Backofen tue, obwohl ich morgen den Ölwechsel habe, ist ganz einfach. Es setzt sich mit der Zeit immer ein bisschen Mikrokeramik hier unten ab und man muss das halt vorher richtig durchschütteln. Und da ich kein Mikrokeramik verschwenden will, wird das halt richtig durchgeschakt und das funktioniert am besten, wenn das Mikrokeramik warm ist, da die Viskosität niedriger ist und die Vermengung des Ganzen besser funktioniert. Jetzt ist ungefähr das Mikrokeramik 5 Minuten, seitdem ich hier labe, am Ofen. Das ist jetzt so warm, als hätte ich es auf der Heizung gehabt. Also 50 Grad reicht vollkommen aus, mehr würde ich da auch nicht machen. Und dann werde ich hier gleich meinen Cocktail anrühren und dann geht das morgen alles in den Motor. Zusätzlich kommt auch noch morgen kommen meine neuen Reifen drauf, die Michelin Pilot Supersport. Die habe ich gerade eben ins Auto gepackt und vielleicht, ich weiß aber nicht, ob es auch noch soweit ist, Bremsflüssigkeit steht an, ATE Typ 200 bei mir, steht auch schon bereit. Warum wieder 2 Liter? Eigentlich die gleiche Kiste wie mit dem Differentialöl. Man hat immer etwas Verlust, also etwas Verlust vom Öl, etwas Verlust, der immer im Kreislauf sich befindet. Die maximale Füllmenge ist ja vom Differential 1 Liter. Aber wenn du die Pumpe benutzt, dann hast du auf jeden Fall schon mal 100 Milliliter knapp Verlust durch den Schlauch und so weiter. Dann macht es immer Sinn, ein mehr zu nehmen und dann hast du eine Reserve und dann kaufst du für den nächsten Ölwechsel nochmal eine Tube dazu. Und so switcht man das dann durch, bis man dann im Endeffekt durch ist mit der ganzen Kiste. Ja, das Mikrokeramik ist jetzt eigentlich backofenwarm. Ich shake das durch, dann cocktaile ich das mit der zusammen. Ich gucke mal, ob ich auch die Kamera dafür aufstellen kann und dann geht es morgen zum Ölwechsel, dann nehme ich euch weiter mit.